Hallo Leute, hier ist Musiker 1992 mit dem ersten Infovideo meiner Let's Player Karriere. Und zwar möchte ich mit euch etwas reden. Und zwar geht es erstens darum, dass Bionic Commando definitiv zu Ende ist und Super Mario World erstmal das einzig laufende Projekt sein wird. Dafür wird am Sonntag das neue Projekt starten, welches es ist. Das sage ich nicht, das steht auch nicht auf meiner Liste. Es wird ein kleines Überraschungsprojekt. Aber ich sage dazu so viel schon mal, es wird der Nachfolger zu Azura's Wrath. Also das Nachfolgeprojekt, nicht der Nachfolger von dem Spiel. Dann gibt's noch eine weitere Sache. Und zwar lade ich nicht mehr über 15 Minuten hoch. Warum? Nun, es ist einfach die Sache. Capcom hat wegen einem DLC-Part von Azura's Wrath rumgezickt und haben gesagt, dieses Ding da gehört jetzt uns und wir sperren das jetzt einfach mal. Und somit hat Capcom mir auch die Freiheit genommen, über 30 Minuten hochzuladen. Das heißt, ich habe wieder mal die 15-Minuten-Grenze und zwar wurde sie mir jetzt aufgezwungen. Das ist schon für mich richtig ärgerlich, weil ich komme in 15 Minuten einfach nicht weit und das ist mir auch im Grunde genommen viel zu kurz, wenn ich einfach auf die Uhr gucken muss und sagt, oh, ich muss jetzt mal Schluss machen, tschüss. Deswegen werde ich das so machen. Ich werde weiterhin über 15 Minuten aufnehmen. Aber ich werde dann diese Parts in zwei Teile teilen. Und zwar in Part 1.1 und 1.2 und so weiter. Je nachdem, wie lange das geht. Ich werde mich da auch etwas beschränken, sodass ich das auch gut aufteilen kann. Aber jedenfalls möchte ich das System mal so machen, weil ich will jetzt nicht hier andauernd, oh, es ist schon Schluss, also tschüss. Und dann will ich auch nicht so sein, dass ich dann einen neuen Part anfange, ohne irgendwelche Begrüßung oder Verabschiedung. Das ist einfach nicht so wirklich meine Art. Was sonst noch? Nun, ich werde noch die letzten Parts meiner letzten aktuellen Projekte nochmal verlinken, also einmal der letzte Part von Bionic Commando und der neueste Part von Super Mario World. Und am Sonntag läuft dann, wie gesagt, das Überraschungsprojekt. Und das war erstmal ein kleines Infovideo, ein kurzes Infovideo zum Stand der Dinge. Wie das übrigens noch ablaufen wird, zum Beispiel mit, es gibt auch solche Sachen wie Backup Channel. Also, dass man noch so ein Channel macht, wenn man seinen Kanal schließt, dass man dann da seine ganzen Projekte auf das andere verschieben kann. Das will ich nicht machen. Noch nicht. Zumal ich momentan mit Let's Plays angefangen habe und ich habe nicht schon jetzt Lust, den Kanal zu wechseln. Das finde ich total unnötig. Also muss ich, wie gesagt, das erstmal so machen. Und im Grunde genommen werde ich das jetzt einfach so machen. Wie gesagt, ich teile den Part in zwei Hälften. Die werden dann aber am selben Tag kommen. Also das heißt, ihr kriegt einen ganzen Part, nur in mehreren Teilen aufgeteilt. Und während der eine noch hochlädt, ich habe halt eine scheiß Internetverbindung, dann könnt ihr euch schon mal den einen Teil dazu ansehen. Und ich werde versuchen, das so gut wie möglich zu schneiden, dass ich eine gute Stelle finde. Naja, aber wie gesagt, das war erstmal, wie gesagt, der Stand der Dinge. Ich beende hier jetzt auch erstmal. Und das war auch das erste Infovideo von mir. Und ich hoffe, dass wir uns dann in den nächsten Projekten noch weitersehen, in den nächsten Parts von Super Mario World und in dem neuen Projekt am Sonntag. Also bis dann, Leute, und ciao.